Hallo, ihr Brettkarten- und Tabletop-Spieler, hier ist Marcel von euren Herren der Spiele. Ihr seht, ich habe Verstärkung mitgebracht, das ist die liebe Yara. Und wer unseren Channel aufmerksam verfolgt die letzten Wochen, der weiß, worauf er sich einlässt bei einem Titel, nämlich Crowdfunding Pick of the Month. Da geht es natürlich um For Glory, das Deckbuilding-Spiel im Ancient Rome. Ich glaube, Yara hat genug an der Stelle, die packe ich an der Stelle mal runter. Dann kann ich mich richtig auf das Video konzentrieren. Ja, wir haben bereits zwei Videos gemacht, die verlinken wir euch hier oben mal. Da haben wir euch vorgestellt, ausführlich mit dem Designer, mit Alex Wolf, wie For Glory sich denn so spielt. Einmal das Grundspiel, relativ ausführlich, und vor wenigen Tagen dann die Erweiterung. Was ich jetzt heute machen will, ich möchte euch ganz klar die Kampagnenseite erklären. Ich möchte die mit euch gemeinsam durchgehen. Möchte euch nochmal sagen, jetzt komplett auf Deutsch, das Ganze war ja ein deutsch-englischer Mischmasch. Was ist For Glory? Was bietet das Spiel? Was ist in den verschiedenen Pledge-Leveln dabei? Und warum fasziniert mich das Ganze so? So, hier sind wir also auf der Seite. Das ist also jetzt zu 800% gefundet. Ihr seht, das Ganze geht jetzt so zur Neige. Also die Zeit läuft aus. Ich glaube, wir kriegen das Video online so 48 Stunden, bevor das Ganze zu Ende geht. Das ist ein stolzer Betrag für ein Deckbuilding- und Handmanagement-Spiel eines unabhängigen Publishers. Spielkraft Games ist der Publisher. Wo ist er hier? Spielkraft. Alex Wolf heißt der Designer. Ja, und bevor wir uns die Pledge-Level angucken, möchte ich ein bisschen was zu dem Spiel sagen. Ja gut, fangen wir ein bisschen chronologisch an. Warum sollte ich das jetzt machen? Es gibt eine Free Legends Expansion. Das sind also Kickstarter-exklusive Illustrationen. Wir sehen uns das später nochmal an. Die habt ihr im Wert von $15 nur jetzt dabei. Die erhöhen ein bisschen den Wiederspielwert, bringen ein bisschen Abwechslung rein. So, insgesamt könnt ihr einiges sparen. Das hat Alex mir gestern nochmal gesagt. Es gibt nämlich im Moment noch keine festen Verträge mit irgendwelchen Retailern im europäischen oder auf dem europäischen Festland. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht dabei seid und eure Ware jetzt während oder nach der Kickstarter-Kampagne zur Auslieferung nach Europa versendet wird, dann kann es sein, dass ihr teuer aus den USA beziehen müsst. Das heißt, das sind so ein bisschen die Gründe, warum ihr das jetzt macht. Und da steht jetzt was über For Glory Champions. Das ist so im letzten Video gekommen. Dazu möchte ich gleich nochmal was sagen, ja, also was dazu kommt. Hier gibt es natürlich die üblichen Videos, die mich auch ganz schön getriggert haben. Ich kannte das Spiel vor der Kampagne auch nicht. Und ja, jetzt kommen wir eben zu For Glory. Was ist das Ganze? Bei For Glory schlüpft jeder von uns Spielern, im Grundspiel sind es 1 bis 2 Spieler, jetzt sind es 3 bis 4, in die Rolle eines Lannisters, der ein Ludus aufbauen will, um Ruhm zu erwerben. Also ihr kennt das Ganze aus Spartacus, und zwar nicht nur aus dem Brettspiel, sondern auch aus der gleichnamigen Serie. Also, unser Ziel ist es, mit Hilfe einer Marktauslage, Alex hat euch das Ganze ja verlinkt, euren Ludus zu individualisieren. Und hier ist schon das erste tolle Alleinstellungsmerkmal. Aus diesen 3 Spalten in dem Marktplatz liegen immer genau 3 Karten aus. Und der Deckbau, der ist Teil des Spiels. Das heißt, nicht wie beim LCG oder bei einem Sammelkartenspiel wie Magic the Gathering, sitzt ihr abends alleine da, baut euer Deck, dann hat vielleicht noch der Vorteile, der da irgendwie mehr Booster Packs hat, sondern ihr habt eine gemeinsame Marktauslage, bei der ihr mit einer hohen Interaktion dem Gegner die Karten wegkauft und euren Ludus konstruiert. Und zwar aus einem Patronendeck. Die Patrone, ja, wo sehen wir die jetzt hier mal? Ja, das ist zum Beispiel ein Patron hier, Questor's Wife, die generiert Influence. Die wiederum, den Influence brauche ich, um Gladiatoren zu halten. Und dann gibt es eben noch Reaktionen und Taktikkarten, die übrigens ein ganz einzigartiges Alleinstellungsmerkmal beim Spiel, das werden wir gleich darstellen. So, und wenn ihr das Ganze gemacht habt, das ist also eine Machinations-Phase, so nennt sich die Phase, in der wir unser Deck bauen, unser Deck konstruieren. Und das macht man genau so lang, bis der Blutlustwert einen gewissen Faktor erreicht hat. Am Anfang sind das 6, denn ich habe ja auch Gladiatoren. Und während ich mein Deck konstruiere, kann ich auch Gladiatoren den verschiedenen Arenen zuweisen. Dann beginnt der Kampf und der Kampf ist sehr, sehr leicht gehandelt. Hier über diesen Stärkewert, den Verteidigungswert und den Bewegungs- oder Initiativwert. Dann gehen die Gladiatoren gegeneinander ins Feld und gewinnen eben Schaukämpfe in den Arenen und dadurch bekomme ich dann Glory.
Da habe ich eben was drüber gesagt. Die Taktikkarten, die eben aus der einen Reihe kommen, die bringen nochmal das Salz in der Suppe. Denn mit Taktikkarten könnt ihr alles das, was Gladiatoren nativ schon mitbringen, nochmal überschreiben. Schau, guck mal hier. Place a Blessing on a Gladiator. Blessing ist ein neues Token in der For Glory Champions Erweiterung. Ein Blessing-Token blockiert zum Beispiel einmaligen Schaden. So, und wenn ich eine Arena gewinne, dann bekomme ich nicht nur Glory Tokens, sondern ich bekomme Zugriff auf diese Arenen. Und da stehen dann unten auch nochmal Reaktionen oder Taktiken drauf, die ich wiederum spielen kann während meines Zugs. Also sehr, sehr viele geschickte Verzahnungen, die, das könnt ihr euch jetzt schon mal vorstellen und gerne nochmal nachgucken, einen extrem hohen Wiederspielwert bieten. So, hier steht das, was wir eben gesagt haben, eigentlich nochmal in schöner ausgedrückt. Na, also dieses Two-Phase-Deck-Building-System. Das heißt, hier müsst ihr, während ihr euer Deck baut, müsst ihr immer gucken, dass ihr genug Einfluss habt, dass ihr genug Geld habt und dass ihr Gladiatoren integriert. Und das macht ihr alles on the flight, also während ihr spielt. Und das funktioniert so unfassbar großartig. Dann gibt es auch verschiedene Keep-Up-Mechanismen. Das heißt, eine Arena-Phase gewinnt, der bekommt eine Boost, also eine Angeben-Karte, die verlangsamt dann mein Deck. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Element, dass du versuchst, dein Deck zu entschlacken. Es ist ja auch ein Hand-Management-Game. Du ziehst zu Beginn jeder Runde erstmal 7 Karten auf. Wenn du da 4, 5 schlechte Karten hast, dann ist das natürlich schlecht. So, und das ist natürlich das, was für mich unfassbar interessant ist, diese hohe Spielerinteraktion. Spiele wie Dominion und so, denen haben wir mit Sicherheit viel zu verdanken, aber gefällt mir nicht so sehr, wenn ich da einfach nur nebeneinander her spiele, obwohl Dominion ja auch kompetitiv ist. Kann man ja jetzt nicht mit Spielen wie Aeon's End vergleichen. Dann gibt es zum Beispiel Thunderstone, Thunderstone Quest und so weiter. Was ich mag, ist, dass die Interaktion auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Nicht nur, dass ihr euch Karten wegkaufen könnt von den Märkten, sondern ihr schickt ja die Karten auch gegeneinander ins Feld. Ja, das ist was ganz anderes. Das heißt, die Gladiatoren treten an, werden unterstützt von Taktiken, von Plänen. Und das ist natürlich unfassbar toll. Und dann haben wir auch ein Push-Your-Luck-Element drin. Und das kommt vor allem durch die For-Glory-Erweiterung. Gucken wir uns gleich nochmal an. Denn es ist eben so, durch den Bloodlust, den Blutlustwert, wo einfach dann, wenn genug Gladiatoren ausliegen, ich zeige es euch nochmal gerade hier oben, da sehen wir es, das ist zum Beispiel Periculosa, also sie, ist eine Frau, die hat einen Blutlustwert von 3 und dann könnt ihr euch überlegen, wenn er hier eine 1 hat, dann liegen schon Gladiatoren im Blutlustwert von 4 aus. Wenn jetzt einer der Spieler noch eine 2 legt, 4 plus 2 sind 6, dann würde ja in einer Phase, in der der Kampf mit 6 losgeht, der Kampf beginnen. Und ich könnte nicht mehr mich weiter auf den Kampf vorbereiten. Das heißt, es ist nicht nach einer festgelegten Anzahl von Runden so, dass es zum Arena-Kampf kommt, sondern die Menge fordert das ein und das wird hier mechanisch transportiert über diesen Blutlustwert, den ich selber mitsteuern kann, aber auch meine Gegner. Hier haben wir ein schönes How-to-Play-Video, das habe ich zuerst gesehen, bevor ich den Alex direkt angeschrieben habe und ihn gebeten habe. Da haben wir den Alex übrigens, super lieber Kerl, hat sich insgesamt 4 Stunden für mich Zeit genommen. Vielen Dank, Alex, nochmal an der Stelle. Ja, und hier kommen wir zu dem neuen Content und als ich das gesehen habe, konnte ich gar nicht anders, das muss ich auf jeden Fall alles haben. Denn was jetzt nochmal dazu kommt, sind also mehrere Elemente, es sind mehrere Module. Das Hauptsächliche sind eben die namensgebenden Champions. Da gibt es 5 verschiedene Champions. 4 sind es eigentlich, aber es gibt einen Kickstarter-Exclusive-Champion. Ich glaube Tetraita, ich hatte die gespielt bei unserem Playthrough. Und diese Champions kommen in einer Stock-Version, also in der Grundversion auf einem Rang 1 ins Spiel. Und dann kannst du die verwenden wie jeden anderen Gladiator. Du kannst diese Gladiatoren aber im Laufe des Spiels durch Training mit Geld aufwerten. Ich glaube, das seht ihr hier. Ne, jetzt seht ihr nur die verschiedenen Gladiatoren. Tetraitis, das war die Kickstarter-Exclusive-Erweiterung. Deshalb nochmal ein Grund, das jetzt zu machen. Und ja, pay the cost on the next level. Dann, wenn du die Kosten bezahlst, dann wirfst du diese Rang-1-Karte ab und integrierst in dein Deck die Rang-2-Karte. Die ist dann nicht nur stärker von den Werten her, sondern die hat hier stärkere Taktiktexte. Und das ist das Salz in der Suppe, denn jeder dieser Gladiatoren, dieser Champion-Gladiatoren, entwickelt sich komplett anders, spielt sich ganz anders und erfordert dann natürlich auch Kontertaktiken. Und der Wiederspielwert, der ist gigantisch.
Blessings, darüber habe ich eben schon mal gesprochen, die gab es im Grundspiel auch nicht. Blessing-Tokens kommen eben auch mit den Gladiatoren hier ins Spiel, verhindern, dass ich Schaden bekomme. Dann gibt es diese Hybrid-Karten, die gab es auch nicht, also Plan- und Taktik-Karten. Ganz wichtig an der Stelle, das kann ich vielleicht nochmal sagen, wenn ich diese Übersichtskarte sehe, oder ich sage es jetzt an der Stelle. Was eine ganz, ganz tolle Sache ist, dass ihr während des Deckbuildings, also bevor es zur Arena-Phase geht, könnt ihr jederzeit verdeckt Pläne, also Schemes und Taktikkarten in eure Reserve legen. Die liegen dann da für den Kampf und ich kann sie mir für den Kampf später zurückkaufen. Das heißt, ich muss das aber planen, weil ich muss genug Geld haben, um sie mir später kaufen zu können. Und so kann ich wirklich im Vorfeld schon meinen Kampf vorbereiten und auch dem Kontrahenten damit ein bisschen Dampf unter den Hintern machen. So sehen die hier aus zum Beispiel. Ja, dann gibt es eben diese Supply Cards. Und Supply Cards sind nichts anderes, als dass diese drei Linien, also Patron, Gladiator und Taktik, die ihr auch gesehen habt bei uns im Video, angereichert werden. Nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Und das finde ich natürlich super, das erhöht nämlich den Wiederspielwert. Das ist nochmal ein ganz wichtiger und vierter Punkt für mich. Ihr könnt jetzt mit bis zu 4 Spielern spielen. Und das finde ich cool, weil je mehr Spieler, desto mehr Chaos. Solo-Mode, nice to have. Ich habe eine Menge Solo-Spieler, ist jetzt für mich nicht das, was mich triggert, ist aber cool, dass es das gibt. Das wird hier über diese Karten gemacht, die das dann steuern sollen. Habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, brauchte ich nicht. Hier seht ihr Alex, wie der das macht. Ja, hier seht ihr dann die ein oder anderen Reviews und die Erfahrungen bzw. die Meinungen über das Spiel, die ich gelesen habe, die sind alle auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ich gehe mal davon aus, der Grund dafür, dass auch ich jetzt noch nichts davon gehört habe bis jetzt vor der Kampagne, liegt einfach daran, dass es keine deutsche Version bislang gibt und dass da im Moment auch noch keine in Planung ist. Vielleicht finden da bald Gespräche statt. Ja, und dies einfach auf dem europäischen Kontinent noch nicht so angekommen ist. Guckt euch jetzt mit mir mal bitte die Pledge-Levels an. Das wird also das sein, was ich am Ende pledgen werde, die Premium Edition. Die kostet $79 und beinhaltet eine ganze Menge, nämlich das Basis-Game, die For-Glory-Erweiterung und eine ganze Menge Deluxe-Komponenten. Ne? Hier seht ihr mal die Komponenten. Bitte jetzt nicht sagen, es ist ja nur ein Kartenspiel, weil ihr wisst, beim Kartenspiel zahlt ja auch die Kreativität des Designers, ihr zahlt das Artwork, ihr zahlt das, was alles dahinter steckt und so. Also wenn ein Spiel so unfassbar viel Spaß macht, dann finde ich $79, was ihr jetzt gleich sehen werdet, einen absolut angemessenen Preis. Also hier seht ihr natürlich das Herzstück, die ganzen Karten. Dann sind bei den $79 24 Metallmünzen dabei. Finde ich immer ganz schön. Dann hier aus Holz die Damage Tokens. Das Ding sieht richtig toll aus. Das ist der Crowd Favor Token. Den bekommt eigentlich immer der Unterlegene. Und 2 Metall Reigning Champion Tokens. Das sind die Tokens, die bestimmen, wer gerade eine Arena gewonnen hat. Und dann die Taktik, die auf dieser, hier steht es, Arena-Karte nutzen kann. Wertet das Ganze natürlich kräftig auf. Das sind die Glory Tokens. 6 Glory Tokens brauche ich, um zu gewinnen. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Und das sind die Playerboards und das Rulebook. Hier seht ihr mal so ein Playerboard. Ist jetzt leider ein bisschen klein. 6 Glory Tokens sind es normalerweise, die du brauchst, um einen Sieg davonzutragen. Das geht dann einher mit so einem Keep-Up-Mechanismus. Guckt euch dazu bitte auch einfach nochmal unsere beiden Videos an. Das ist die Erweiterung, die ich highly recommende. Also wirklich absolut euch ans Herz lege. Nicht wegen dem Solo-Modus, das ist cool, sondern vor allem wegen den neuen Gladiatoren-Karten, den Training-Karten, den Economy-Karten und denen. Und natürlich, und das ist das Herzstück der Champions-Erweiterung, die 5 aufwertbaren Champions. So, das sind die Boost-Karten, das habe ich gesagt, die sorgen nochmal für einen Mechanismus, für so einen Keep-Up-Mechanismus. Diese Blessing-Mechanik ist neu. 4 Player-Boards, das war eben mein zweites Hauptargument. Ich kann das Spiel jetzt zu viert spielen. Die Free Legends Expansion, darüber habe ich zu Beginn des Videos schon mal gesprochen. Das sind 31 zusätzliche Karten, die ihr vorher schon hattet. Die haben ein anderes Artwork und machen halt einfach nochmal ein bisschen das Spiel schöner, wie ich finde. So, das Ganze ist wirklich sehr, sehr Premium. Linen-Finish ist jetzt wahrscheinlich nichts Besonderes. So sehen die Metallminiaturen aus, also das Crowd-Favor-Token. Und diese Insignien, die anzeigen, wer welche Arena beherrscht. Und das sind die Geldstücke. Mittlerweile ist meiner Meinung nach weniger mehr. Und das jetzt nicht innerhalb der Kampagne, sondern ich verzichte lieber auf 2, 3 Spiele und hole mir dann eins in der sehr, sehr hochwertigen Version.
Aber gucken wir an der Stelle doch einfach mal, was das Grundspiel kostet. Das Grundspiel würde euch tatsächlich nur $30 kosten. Nein, das ist die Champions Expansion, Entschuldigung. Das Base Game, $45. Ja, und diese Complete Collection kostet $59, da hättet ihr also beides. Und in der Premium Edition, wo haben wir es? In der großen sind es 79, das hatten wir. Also das wäre definitiv das, was ich euch raten würde. Ich finde den Sprung hier dann nicht mehr so groß. Aber das ist jetzt natürlich so eine persönliche Präferenz von mir, dass ich dann sage, naja, dann lässt du halt irgendwie ein Spiel wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, sage ich jetzt nicht, und holst dir dafür halt was Ordentliches. Das aber hier, Premium Edition hier, das allein würde mir dann nicht reichen. Hier die Complete Collection für $59, da habt ihr das komplette Spiel. Grundspiel mit Erweiterung und wenn ihr dann sagt, wir legen nochmal $20 drauf, dann hast du die Premium Edition mit diesen ganzen Sachen. Ja, hier steht es nochmal, genau, da, wunderbar, Complete Collection, da hast du alles für $59. Ein wunderbares, tolles Spiel, umgerechnet, weiß ich nicht, 45, 50 Euro. Ein ganz, ganz tolles Spiel. Ich habe es euch eben nochmal ein bisschen zusammengefasst, überflogen. Ganz großer Interaktionsgrad, enormer Wiederspielwert. Ich kann immer nur auf die Videos oder auch auf die Reviews von den großen amerikanischen YouTubern verweisen. Ich habe da immer so ein bisschen versucht, das Englische ins Deutsch zu übersetzen. Ja, das Grundspiel alleine würde mir, nachdem ich es gespielt habe, nicht mehr reichen. Die Champions Edition Expansion, die braucht ihr dazu. So, und hier seht ihr, ja, nochmal die Legends Expansion hier. Das sind also diese freien Karten mit diesem umgerechneten Wert von 15. Da seht ihr hier einfach nochmal neue Arena-Karten. Finde ich aber total cool. Also in dem Fall ist es nicht nur neues Artwork, sondern es ist eine zusätzliche Arena, noch eine zusätzliche Arena-Karte hier. Das ist eine Alternate-Art-Karte, Jaws of Defeat. Also da kommen nochmal eine Menge Karten dazu, die einfach, ja, bei einem Deckbuilding-Spiel das Salz in der Suppe sind. Ne? Je mehr du hast, desto cooler ist es einfach. Hier seht ihr eine Menge an Reviews, auch Leute, die das Spiel halt schon vorher kannten. Ihr könnt euch das gerne angucken, die sind wirklich außergewöhnlich gut. Ja, Shipping ist nicht inkludiert. Ihr seht, nach Deutschland, darüber reden wir, sind es $11, die hier estimated sind. $11 wären jetzt also für mich $90. VAT will be charged, also auf die $90 müsst ihr dann nochmal Value-Added Tax zahlen. Mir ist es das wert. Und es wird von Within EU wird versendet. Das heißt, ihr kennt die einschlägigen Lagerhäuser. Das kommt dann zu euch ohne Probleme an die Tür. Estimated Timeline, was heißt das? Nächstes Jahr vor Weihnachten soll das Zeug bei uns sein. Die Erweiterung ist vollkommen fertig designt. Das schreibt er nicht nur, das kann ich bestätigen. Da ist wirklich nichts mehr, was fertig ist. Die werden das ganze Zeug einfach drucken lassen müssen und dann geht es um die Containerproblematik und so weiter. Und ich sage jetzt einfach mal, das ist ein sehr realistischer Zeitraum, wenn da nichts mehr gemacht werden muss. Und deshalb Weihnachten nächsten Jahres sollten wir das Ganze auf dem Tisch haben. Ja, das war es eigentlich zu der Kampagnenseite. Ich kann es euch an der Stelle nur nochmal sagen. Ich finde auch die Seite wirklich schön gemacht. Da wird über sehr, sehr viel aufgeklärt. Die hat mich wirklich gecatcht. Wenn ihr, also jetzt für wen ist das was, ne? Wenn ihr jetzt natürlich ein Miniaturenspiel sucht, dann seid ihr hier falsch. Wenn ihr ein Kartenspiel, ein kompetitives Kartenspiel sucht, kein kooperatives, und zwar ein kompetitives mit einer extrem hohen Spielerinteraktion, einer, bei der wirklich es Schlag auf Schlag geht, sehr aggressiv, kein Mitleid, Karten wegkaufen, Gegner zerstören, dabei den eigenen Ludus bauen und natürlich die Thematik, über die habe ich ja noch gar nicht groß gesprochen, ist eine meiner Lieblingsthematiken, diesen Arena-Kampf, da gibt es ja ganz wenige Spiele eigentlich, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich finde sie alle toll. Es gibt aber kein einziges Deck-Building-Hand-Management-Kartenspiel zu diesem antiken Rom-Arena-Setting, zumindest ist mir keins bewusst. Und da ist das wird eines meiner Top 5 Kartenspiele sein. Ich mag diese Interaktion. Ich denke da an Spiele wie Netrunner, wobei Netrunner natürlich ein LCG ist. Ich denke da vielleicht, ich habe große Hoffnungen in Pagan. Was gibt es denn noch? Game of Thrones, das LCG. Das sind aber alle LCGs. Hier hast du ein fertiges Ding und das ist deutlich fairer, habe ich auch mit Alex drüber gesprochen. Das kauft sich einer das Spiel und du konstruierst dein Deck, während du spielst. Und dann geht das los und dann habt ihr eine Menge Spaß.
Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem 20-minütigen Video einen Überblick geben, einen ordentlichen Überblick über die Kampagne, über das, was 4Glory und die Champions-Erweiterung bietet. Ich verweise gerne nochmal auf unsere Streams, aber auch auf alle anderen Videos. Wenn ihr Fragen habt zu dem Spiel, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich beantworte die innerhalb weniger Stunden. Ich muss da auch keine Rückfrage mehr halten. Ich habe das jetzt oft genug gespielt, bin da jetzt im Thema drin. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Gerne dürft ihr natürlich ein Abo hinterlassen und das Glöckchen läuten. Mir bleibt an der Stelle nichts weiter zu sagen. Ich bin raus. Habt einen schönen Abend, spielt schön und bis demnächst.